Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill. Ich gebe zu, ich habe noch mal kurz nachgespielt. Was heißt kurz? Ich habe eben noch mal das ganze Spiel nachgeholt. Und zwar seht ihr es hier. Ich habe jetzt statt dem ersten Spielstand 1 Stunde 30 nur 55 Minuten gebraucht. Hab mir aber die Schrotflinte besorgt. Ja, ihr habt mir geschrieben, die lag in der Toilette in der Midwich Elementary School. Ich habe den Raum komplett ausgelassen. Ja, das war ein bisschen unglücklich, aber nun habe ich sie. Also keine Sorge. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen verfälscht sein dadurch, dass ich die geholt habe, aber andererseits ist es nur darauf zurückzuführen, dass ich nicht sehr gründlich war, dass ich mir diese Schrotflinte verwehrt habe selbst. Also ich hoffe, ihr möchtet das entschuldigen, denn es macht mir das Ganze auch ein bisschen leichter. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Heilung als vorher. Muss ich mal gucken. Hier 7 und 5. Ja, auf jeden Fall mehr Päckchen. Ich habe mich halt besser angestellt. Ich habe vieles ausgelassen. Aber wisst ihr was? Um das auszugleichen, schieße ich jetzt mal ein bisschen mit der Pistole durch die Gegend. Also bekämpfe die Monster mit der Pistole anstatt mit der Metallstange. Dann habe ich auch wieder ein bisschen den Munitionshaushalt ausgeglichen. So, ich muss zur Balkan Church als nächstes und da wollen wir uns doch gleich mal hinbegeben. Denn dort haben wir Glockengeläute gehört. Glockengeläute, ja. Glockengeläut. So sagt man, oder? Glockengeläut. Naja. Auf jeden Fall will ich doch mal nachsehen, was sich dort befindet. Vielleicht haben wir da noch was Schönes. Und immerhin gilt es ja noch aufzuklären, wo unsere kleine Tochter Cheryl abgeblieben ist. Oh, komm schon. Auf mich zu verfolgen. Für Misty. Komm her. Komm schon her. Ach, warum. Warum schieße ich überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der trifft ja nicht mal. Der Doofkopf. So. Ach, was haben wir denn hier? Echt da drin? Sah eben so aus. Sah. Irgendwie wichtig und interessant aus. Oh nein. Da kommt schon der nächste Vogel. Hau ab! Da lag was. Da lag was. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt ein bisschen Heilung verliere, ist das nicht die Welt. Hammer. Stirb! Stirb! Ja, also kann ich noch ein bisschen schießen skillen. Zumindest bin ich immer noch der Auffassung, dass das so funktioniert. Je mehr man schießt, desto besser wird man. Ich meine, ist ja eigentlich logisch. Man gewöhnt sich ja auch an das Gewicht der Waffe, an den Rückstoß und so weiter. Von daher muss das ja irgendwie einen Effekt haben, wenn ich die ganze Zeit damit auf Viecher schieße. Ich habe es jetzt moderat eingesetzt, das Schusseisen ebenso, die Schrotflinte. Ich habe gemerkt bei der Echse, zwei Schuss ins offene Maul und das Vieh war erledigt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Mit der Pistole, was ich da vorher reingeballert habe im letzten Part, das war schon der Wahnsinn. Okay, von welcher Seite komme ich in die Kirche? Wahrscheinlich nicht von hier? Doch. Sehr schön. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was uns hier erwartet, aber es wird interessant. Könnte ich wetten. Were you ringing that bell? I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? I knew you'd come. You want the girl, right? The girl? You're talking about Cheryl. I see everything. You know something? Tell me. Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros. What? What are you talking about? Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late. Wait, don't go yet. Ja, wie so oft bleiben mehr Fragen als Antworten. Und
Und wir haben dieses Symbol, ein Flauros. Hm, was das wohl ist. Und der Zugbrückenschlüssel. Ja, sehr gut. Jetzt kommen wir nämlich in das andere Silent Hill. Also es gibt ja verschiedene. Zurzeit sind wir im Old Silent Hill. Ein Kerzenständer, nichts Besonderes. Da gibt es auch wieder einiges zu erzählen. Da werde ich wieder ein bisschen ausholen. Also ich könnte jetzt auch wieder einiges erzählen. Doch das würde ein bisschen was spoilern, denke ich, was die Story angeht. Auf jeden Fall war das eine sehr wichtige Person namens Dahlia. Aber mehr sage ich mal nicht dazu. Wenn ich jetzt nämlich verrate, was ihre Absichten sind, dann würde ich schon den Plot ein bisschen zu sehr spoilern. Ist von der anderen Seite verschlossen. Die hat sich jetzt echt da eingesperrt. Die Olle. Na gut, gehen wir zur Zugbrücke. Das macht eigentlich meine Lebensenergie. Ich habe die jetzt gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt, beim Nachspielen. Ich habe mich, glaube ich, 3-4 Mal geheilt währenddessen. Ich bin überall durchgerannt und habe eigentlich alles ausgelassen soweit. Ja, das funktioniert hier wirklich, aber na gut, ich bin schon orange. Ich hau mir mal so eins rein. Ich meine, ich habe genug. Ich muss hier nicht knausern, von daher. Ja. Ich hätte es eigentlich auch auf hart stellen können, fällt mir so ein jetzt. Aber gut, ich habe es jetzt auf normal nochmal angefangen und da werde ich es jetzt auch so durchziehen. Ich meine, ich werde noch ganz schön straucheln, denke ich, weil ich weiß noch, es kommen einige fiese Stellen. Da ist die Bridge Control. Ah ja, also immer geradeaus. Oh nee. Ein Hund. Naja gut, Hunde sind okay, die verfolgen mich nicht so lange. Wenn sie überhaupt aufmerksam werden auf mich. Ich werde mir auch jetzt öfter mal einen anderen Speicherstand anlegen. Ich glaube bis zu 3, denn ich möchte ja am Ende ein optionales Video zeigen. Wenn möglich sogar noch das... Warte mal, ging es hier nicht runter? Ach, guck mal. Haha. Wenn möglich, werde ich sogar noch das super optionale Ende zeigen, das wirklich ein bisschen abgedreht ist. Gibt es auch in allen 3 Silent Hills, die ich jetzt halt schon gespielt habe. Wie gesagt, also ab dem 3. kenne ich eigentlich kein Silent Hill mehr. Und... Oh, 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 oh. Vorsicht, Harold. Harold. Da geht's nicht weiter. Hm. Auf jeden Fall habe ich die in allen Teilen schon, ja, nicht rausgespielt, aber ich weiß zumindest, was dort in etwa passiert. Es ist ja immer dasselbe im Prinzip. Ach ja, ich kann unten rein. So, erstmal Taschenlampe an. Bisschen durchatmen. Oh, ich krieg direkt wieder... Meine Güte, mir fährt's wieder in die Knochen, wenn ich das höre, diese Geräusche. Nö, nö, da ist ein Bohrhammer. Es gibt kein Benzin, ich kann das Gerät nicht verwenden. Ach, davon habe ich schon gehört. Ja, es gibt bestimmte Waffen im Spiel, für die braucht man Benzin. Das bekommt man aber erst, wenn man es einmal durchgespielt hat. Und somit kann ich dann zum Beispiel diesen Bohrhammer mit Benzin befüllen und habe dann eine neue Nahkampfwaffe. Es gibt noch eine zweite, aber ja... Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen schwer. Ich muss es... Oh Gott, ich weiß gar nicht mit dem letzten optionalen Video, ob ich das wirklich schaffe zeitlich oder ob ich das irgendwo raussuchen muss. Denn dafür muss ich es, glaube ich, 3-mal durchspielen oder so. Oh Mann, oh Mann. Das wird nichts von der Zeit. Eine Karte. Eine Karte des Einkaufsviertels. Ja, natürlich nehmen wir die mit. Zu den Straßennamen werde ich da noch ein bisschen was erzählen. Das ist nämlich sehr interessant, finde ich. Gut, speichern mache ich gleich. Ich werde erstmal hier die Brücke... Na, Harry... Steuerpult hier. Ein Schlüsselloch in der Bedientafel. Das werden wir natürlich gleich mal umlegen. Und schon können wir rüber. Die Maschine läuft. Ah, man sieht es ganz schwach im Nebel, wie sich die Brücke senkt. Ja, ja, wenn das hier ein Remake hätte, also ein richtiges Remake, nicht so dieses HD-Remake, was sie ja ein bisschen verhauen haben, muss man sagen. Dann könnte ich mir das schon grafisch sehr, sehr hübsch vorstellen. Das wäre mal ein Spiel, wo ich wirklich sagen würde, mach das nochmal komplett neu. Oh nein. Was ist das für eine Musik wieder? So im Stile von Resident Evil 1 für das Gamecube, ihr wisst, was ich meine. Sowas in dem Sinne von Remake, meinte ich. Und nicht einfach nur ein paar neue Texturen und eine neue Auflösung drüber. Haben die überhaupt eine neue Textur drüber gelegt beim HD Remake? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht mal, oder? Bitte, bitte, hör doch mal auf, du blöde Musik. So, mal gucken. So, wir müssen zum Alchemilla Hospital. Ich möchte ein bisschen was hierzu sagen. Und zwar, ihr seht ja die Straßennamen. Sagan, Koontz, Crichton, Wilson und Simmons. Ja, das sind alles berühmte Schriftsteller. Also der berühmteste, denke ich mal, mit dem jeder von euch was anfangen... Ich denke es zumindest jetzt einfach mal so. Mit dem jeder was anfangen kann, ist Michael Crichton.
Der hat nämlich Jurassic Park geschrieben. Unter anderem auch noch andere Romane. Aber ich muss sagen, Jurassic Park fand ich den Film jetzt fast sogar noch besser, den von Steven Spielberg, als das Buch. Denn die Romanvorlage fand ich sogar fast ein bisschen langweilig. Naja, Sagan oder auch Sagan ist François Sagan, eine französische Schriftstellerin. Die hat, glaube ich, um die 80 Romane geschrieben. Ich kenne keinen davon, gebe ich zu. Aber ich lese jetzt auch nicht so gerne Romane, sondern mehr Fantasy und Horror. Horror. Da kommen wir nämlich schon zum nächsten. Dan Simmons ist bekannt für seine Horrorromane. Also ganz rechts, Simmons Street. Der hat unter anderem Song of Kali geschrieben. Das ist ein sehr altes Buch, das aus den 80ern, glaube ich. Das habe ich gelesen. Gibt, glaube ich, auch eine Verfilmung dazu. Tears of Kali nennt sich das. Ich meine zumindest, dass das miteinander zu tun hat. Könnte auch sein, dass ich mich irre, aber ich kann es auch nicht so gut wiedergeben. Dann kommen wir zu Dean Koontz. Ganz unten die Straße. Den solltet ihr auf jeden Fall kennen, denn da gab es, glaube ich... Also der ist so im Fantasy-Bereich tätig, so à la Stephen King. Horror und... Ich glaube, er hat sogar Mary Shelleys Frankenstein weitergeführt, die Reihe. Ja, auf jeden Fall hat er die Vorlage geschrieben für Phantoms mit Ben Affleck, den Film da in der Stadt mit diesen komischen Kreaturen, die alle verschlingen. Kennt ihr bestimmt. Und zu guter Letzt Robert Wilson in der Mitte. Den kenne ich jetzt gar nicht. Der hat halt Krimi-Romane geschrieben. So, dann habe ich auch meine Pflicht getan. Ich habe euch ein bisschen was um die Straßennamen erzählt. Also ich muss zugeben, Robert Wilson musste ich nachschlagen. François Sagan, die kannte ich schon, den Rest auch. Aber Wilson, naja, war mir jetzt kein Begriff. Denn ich lese ehrlich gesagt nicht so gerne Krimi-Romane. Wenn, dann mehr so Fantasy und, ja, ihr wisst das sicherlich, die Orks, die Zwerge oder Herr der Ringe lese ich ja auch gerne. Das Buch, das rote Buch, ich versuch's zumindest jedes Jahr einmal zu lesen. Ja, wirklich, das kann man öfter lesen, finde ich. Das ist nicht nur so ein Ding einmal gelesen und dann aus dem Sinn. Wobei ich den Hobbit nur einmal gelesen habe, das war mir dann auch ehrlich gesagt genug. Also das, naja, ist mir dann doch ein bisschen zu sehr verspielt, das Buch. Und der Film ist auch ein bisschen spannender von Peter Jackson, habe ich gehört. Also ich habe auch noch keinen Hobbit gesehen, keinen Film. Der soll ja so ein bisschen aufgeplustert sein, wenn man überlegt, das Buch der Hobbit ist ja nicht mal ein Viertel so dick wie das die Gefährten von Herr der Ringe. Und er hat das einfach mal auf 3 Filme aufgeplustert. Was war das eben? Egal. Oh Leute, ich habe schon... Ich habe schon ein bisschen Angst. Jetzt auch immer in der Gegend rum hier. Wie hältst du auch die Knarre, Mensch? So, jetzt dreh ich dich nochmal, dann ist gut. Ja. Ne, also ich fand das damals schon ganz interessant. Ich habe da auch ein bisschen recherchiert, was diese Namen angeht. Im alten Silent Hill Teil habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht... Oh, vielleicht gucke ich da nochmal. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. So, erstmal nachladen. Wie viel habe ich denn noch? Oh, pff. Damit könnte ich jetzt alles töten, plus Endgegner, plus nächster Durchlauf. Ja, so schlimm ist es nicht mit den Kugeln, aber man hat halt mehr als genug auf normal, finde ich. Und wieder bin ich eigentlich... Finde ich so ein bisschen schade, dass ich jetzt doch nicht auf schwer gestellt habe. Oh, da schießt jemand. Okay, ich bin ein bisschen schreckhaft vielleicht. Es haben schon ein paar Leute gesagt, dass der Spielesound wohl ein bisschen zu laut ist oder zu leise. Oder ich bin zu leise, ich weiß nicht. Ihr könnt es mir immer gerne mal schreiben, was ihr denkt. Also, die Abmischung ist die ganze Zeit dieselbe, die ersten 6 Parts. Vielleicht mache ich es hier etwas anders. Irgendwas hat er erschossen, der Kerl. Hold it! Stop! Don't shoot! Wait! I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared.
and it's snowing out. This time of year, something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? I'm looking for my daughter. She's only 7, short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Your wife, she's here with you. She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Sehr seltsame Gestalt, dieser Kaufmann. Nichts Nützliches. Aber ich kann mal so viel sagen, nicht jeder ist böse, den wir hier treffen. Ihr habt es ja unter anderem schon bei Sybil gesehen. Sie ist eine sehr gute Seele. Gibt uns einfach mal so eine Pistole. Das würde nicht jeder tun, glaube ich. Ne? Ja, ich wollte schon sagen, nicht, dass es jetzt abgeschmiert ist. Ich mache mir da immer so ein bisschen Sorgen, wenn es so lange dauert. Diese Ladebildschirme. Ja, ist da was? Nichts Ungewöhnliches. Aber ich wollte die Karte, die an der Rezeption hängt. Unbedingt. Karten sind ja immer so was Schönes hier in dem Spiel. Eine Karte des Krankenhauses. Nehmen wir natürlich mit. Und noch ein Päckchen. Ah, ich könnte vielleicht mal ein bisschen draufgängerischer sein. Ich meine, ich habe so viel Heilung hier. Und ja, durch das Nachspielen habe ich eben noch mehr. Das ist ein bisschen blöder, gebe ich zu. So, erstmal gucken. Ist hier noch was? Das finde ich das Gute an der Grafik. Man sieht überall, wenn es was zu holen gibt, weil alles andere sieht sonst so... Ja, so pumpig eben aus, als wäre da nichts. Eine Zeitung. Dieser Artikel ist ausgeschnitten worden. Warum auch immer. Bin ich denn jetzt gelandet? Nee, komm, ich behalte die Pistole. Ich behalte die Pistole. Das... Okay. Kann ich die Tür hier aufsperren? War die zu? Na, das Schloss klemmt. Na, sowas. Ach ja. Wer hat das geschrieben? Den Silent Hill Schlüsseldienst aufmachen. Da wirst du reich. Ernsthaft. Fand ich sehr gut. Was haben wir denn da? Eine Karte vom Untergeschoss des Krankenhauses. Natürlich nehmen wir die mit. Warum brauchst du denn überhaupt? Das finde ich so... Ist ja auch in Resident Evil immer so. Man wird immer höflicherweise gefragt, möchtest du das mitnehmen? Ich meine, es schadet dir nicht, aber... Ohne wirst du wahrscheinlich nicht großartig zurechtkommen hier. Möchtest du sie wirklich mitnehmen? Ja, wahrscheinlich ist das nur für die Leute, die die Herausforderung suchen. Die meinen, sie haben ein gutes räumliches Denkvermögen, aber... Naja. Ein Kellerschlüssel. Warum ist der eigentlich so... Türkis? Hm. Na gut, vielleicht lackiert, dass man ihn erkennt anhand der Farbe. Ich bin ja auch einer von diesen Menschen, die sagen, ja, ich habe ein gutes Vorstellungsvermögen, so innerhalb von Gebäuden komme ich gut zurecht, wenn ich einmal einen Weg gegangen bin, aber hier möchte ich ehrlich gesagt nicht drauf verzichten, denn ihr wisst ja, das andere Silent Hill, da wird gerne mal alles über den Haufen geworfen. Die Küche ist ganz schön sauber. Eine Plastikflasche. Na klar, nehmen wir die mit. Gibt's noch eine? Nö. Ich weiß gar nicht mehr, für was wir die brauchen. Lag da noch was auf dem Herd? Na gut. Auch das meine ich. Die Munition, die leuchtet immer richtig schön. Was ist denn hier? Kann man da was lesen? Nein. Keine Gegner hier. Alles ruhig. Ja. Also wenn ich Kaufmann wäre, ich hätte mich ja auch ja schön einverbarrikadiert. Ein Glasfläschchen liegt zerbrochen auf dem Boden. Es ist nicht einfach nur zerbrochen. Offensichtlich ist es mit Absicht zerschmettert worden. Kann ich das irgendwie... Warte mal, mit der Plastikflasche vielleicht?
Ah, ich kann es wirklich auffangen, das Zeug. Die restliche Flüssigkeit wurde in die Plastikflasche umgefüllt. Nun, was haben wir denn hier? Bücher sind um den Tisch herum verstreut. Sonst ist hier nichts Besonderes. Ich weiß nur, hier bekommen wir etwas, was uns ein anderes Ende ermöglicht. Die Sachen auf dem Regal sind alle durchwühlt. Wer war das? Wahrscheinlich entweder Kaufmann oder jemand anderes, der hier beschäftigt ist. Ach, den Kellerschlüssel. Lass mich mal kurz schauen. Okay, ich hab... Soll ich nochmal... Na gut, das werde ich mir überlegen, liebe Leute. Ich mache erst nochmal eine kleine Pause. Würde mich sehr auf euer Feedback freuen. Gebt mir eine Bewertung auf das Video, schreibt mir vielleicht noch was dazu. Bitte keine Spoiler. Ich habe schon PNs bekommen, von wegen Tipps und so weiter. Da ich es halb blind spiele, möchte ich ehrlich gesagt keine Tipps haben. Das würde mir vielleicht alles ein bisschen... Außer das mit der Schrotflinte, das fand ich ganz cool, dass ihr das geschrieben habt. Aber bitte nicht irgendwie, ja, da findest du das, da findest du das. Das macht dir auf jeden Fall alles einfacher. Und spiel doch so, weil das ist besser. Und nee, Leute, das sind keine Tipps. Nee, möchte ich nicht. Aber trotzdem, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn es heißt Silent Hill.